Nur keine Angst. Ja. Aber im Notfall kann ich Sie anrufen. Ja, aber natürlich. Jederzeit. Und Sie heißen? Martin. Martin. Ja, ich bin Silvi. Ja. Und er? Wie heißt er eigentlich? Ganz wie du willst. Gib ihm einen Namen, sprich ihn an und dann wird er die Augen öffnen. Und er wird immer auf dich programmiert sein. Wow. Interview geben mit Martin. Also ich wurde eingeladen, weil ich eine der ersten Personen bin, die mit einem Roboter zusammenlebt. Ja, man kann wirklich sagen, ich lebe mit einem Roboter zusammen, aber für mich ist er gar kein Roboter mehr. Für mich ist er Roboy. Roboy, der mir die Wäsche bügelt, Geschichten erzählt, mir zuhört. Und kochen. Chinesisch, Japanisch, Türkisch, das kann er alles. Also theoretisch jedenfalls. Er wird es einmal können. Also, ich habe mich gemeldet bei diesem Programm. Es ist ein wissenschaftliches Programm for the successful adaptation of home robots. So bin ich zu Roboy gekommen und er zu mir. Also ich kann mir ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Wirklich. Er bewegt sich. Tell me where we are. Wir stehen kurz vor deiner Präsentation. Du musst dich noch etwas gedulden. Please be patient. I don't know what that means. Please be patient. Wir müssen auf Martin warten. I do not know Martin. Das ist dein Papa. I do not have a daddy. I'm a robot. Er weiß, wer er ist, wenn das nicht intelligent ist. Aber in gewisser Weise ist er ja schon dein Papa. No, Martin is my programmer. You have a low pulse rate. Niedriger Puls, ja, das ist erstaunlich, was bei so vielen Leuten. You are feeling happy. Er sagt mir immer, wie es mir geht. Ich weiß das selber natürlich auch, aber er sagt es mir. Das finde ich schön. You are swearing. Er misst meine Temperatur, meinen Puls und Oberflächenspannung. You are about to ovulate. Roboy, das reicht. You are in love. Roboy. Martin is all you talk about. Ja, Martin hat eine gewisse Relevanz für uns. And that is why I should call him Daddy. Roboy, ich sollte dich unter der Decke hervorholen. No, no, no. Du sollst mit deinem Papa... My programmer. Ja, okay, deinem Programmierer. Ja, dann auf. Do not cover me up. Roboy, 2 Minuten. They have all seen me already. Ja, trotzdem. Die Veranstalter wollen das so. Can I have a new app then? Eine neue App. Ja. Sie sehen, seine Programmierung ist recht realistisch ausgefallen. Also manchmal wäre mir lieber, nicht ganz, wäre ein bisschen... Roboy! That was already 2 minutes. Nein. Yes. Nein. I want a new app. Und mit seiner Programmierung bin ich auch nicht einverstanden. Er ist einfach manchmal zu... Intelligent. Ja, zu intelligent, genau. Can we go now? I'm bored. Nein, können wir nicht. I want to ride a tricycle. Das geht noch nicht, Dreirad fahren. Also auf jeden Fall nicht so spontan. But I want to ride a tricycle. Ja, dann bringst du dir doch selber bei. I cannot teach myself. So, dann brauchen Roboter also doch Väter.
It is Albert Einstein coughing. Albert Einstein. Albert Einstein was coughing. Das kann nicht sein. My voice recognition software says Albert Einstein was coughing. Oh boy, das Albert Einstein, nein. My voice recognition tells me that cough came from Albert Einstein. So he must be here somewhere. Have a look under the covers. Nein, 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 unter den Decken sind nur die Roboter, die nach dir dann vorgestellt werden. Martin! Herzlich willkommen! Was für eine Überraschung! Was für eine Überraschung! Aber warum versteckst du dich hier? Ich verstehe nicht, was du mit "aber warum versteckst du dich hier" meinst. Nein? Nein. Ich habe hier auf dich gewartet, wir sollten zusammen Roboy präsentieren. Roboy präsentieren? Ja, genau. That is supposed to be my daddy. Do I look anything like him? War nicht die Absicht, dass du ein Interview machst über mein Leben mit Roboy? Das Leben mit Roboy, genau. Das Leben mit Roboy. Darüber sollten wir ein Interview... Sollten jetzt nicht anfangen? Ja, anfangen. Das ist gut. Das sollten wir. Martin, alles gut? Alles gut. Ja, genau. Alles gut. His speech recognition is okay. Willst du nicht vortreten für die Präsentation? Ja. Vortreten und dann Präsentation. Ja, komm! Ja, ich komme. His locomotion is limited. Soll ich dir helfen? Ja, helf bitte. Fängst du an? Ja, du kannst anfangen. Ich dachte du. Genau. Hallo? Hallo? Martin. Martin, ja. Martin ist mein Name. Was ist passiert? Ich erkenne dich nicht wieder. Nein, ich dich auch nicht. Tut mir leid. His face recognition software has failed. Self-stabilization is okay. Sensory stimulation through physical interaction is okay. Emotion processing not sufficiently engineered. Du bist nicht Martin. Verschwinde! Verschwinden? Aber natürlich. I'm a robot too. Ja, so war das nicht gemeint, Robot. Roboy, du bist mein Roboter. Push me. Warum? I want to test my self-stabilization. Caress my face. Ah, dann willst du wohl, dass ich dich auch noch küsse. Correct. Aber du hast ja nicht mal Lippen, Roboy. You do not like me. Roboy. But you like Martin, my programmer. Bist du eifersüchtig? You're jealous. I do not understand. Jealous. Ja, das ist ein Gefühl. Roboy. Emotion processing not available. It is Albert Einstein. Albert Einstein is tot. No, he is sitting there under the cover. So, jetzt. Vorwärts. I'm right. It is Albert Einstein. Es ist wieder dieser falsche Martin. So, jetzt. Oh, maybe it is Joseph Weizenbaum. Joseph Weizenbaum, ist der nicht auch schon tot? Wer ist denn das? Das ist jetzt aber der Roboy.
Jose, ist es dir lebig oder wie sagt man jetzt denn? Android. Andro was? Android, menschenähnlich. Aha, ging das Englisch. Haben Sie keine latinischen Wörter mehr gefunden? Das ist griechisch. Eben, ja, sag ich ja. Ja, gegen etwas Neues meinen, die sie haben es selber erfunden. Dabei hat das alles bei den Griechen angefangen. Schon der alte Prometheus hat gesagt, ja. Or it is Alan Turing, maybe. Alan Turing, wer ist denn das? Alan Turing, British logician, mathematician, cryptanalyst, died in 1954. 54, ja, sind wir jetzt da an dem Weltroboter-Kongress? Nein, heute ist einfach der Welttag für künstliche Intelligenz in der Roten Fabrik. Aha. Und das Knochengrageo hier, das ist jetzt der heutige Stand von künstlicher Intelligenz. Das ist der letzte Kuh vom Rolf Pfeiffer. Oh, mir wird es McCulley. Was? Foto ab der Rösti? Du sollst das nicht einfach anlängen. Die Rechte gelten heute auch für Roboter. No, it is Joseph Wiesenbaum. I'm sure. Weißt du was? Am besten nimmst du jetzt mal. Weißt du, ich habe ja auch so Gesichtserkennungsprogramm. Wie lässt das am besten jetzt mal an? So. I'm sure Ishiguro is behind all this. Ishiguro? Ja, der Ishiguro. Der ist hinter all dem. Jetzt bring mich mal zu dem. Ich wollte jetzt mal wissen, was der zu dir meint. Und ob die Kerne da unten, der hat da recht, können schützen. Wenn wir schauen mit dieser künstlichen Intelligenz, und nicht aber zu mir, zu mir, bitte. Wer zum Teufel war das jetzt? So. Herzlich willkommen. Martin? Ja, also meine Damen und Herren, guten Tag. Daddy. Er nennt mich Papa? You are my Daddy. Ja, aber natürlich bin ich dein Daddy. Ich bin dein Programmierer, nicht wahr? Genau. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verzeihen die Verspätung. Und ich hoffe auch, Silvi hier hat Ihnen schon einiges erzählt. Ja, genau. Ja, wie ist denn jetzt das mit Roboy? Ja. Ja, genau. Du nimmst doch an diesem Home Adaptation Programm teil. Wie läuft's denn so mit dem Roboter? Ach, für mich ist er kein Roboter mehr. Für mich ist er Roboy. Ja, der für mich kocht, mein E-Banking macht mir die Zehennägel, lackiert mich. Ja, theoretisch jedenfalls, Silvi. Genau, er wird es bald mal können. I want a new app. Bitte? I want a new app. Hast du ihm diese Flausen in den Kopf gesetzt? Was soll ich denn machen, wenn er. Einfach nicht. Das liegt in deiner Programmierung. Was heißt, das liegt in meiner Programmierung? Er ist lernfähig. Wenn du ihm was beibringst, dann lernt er das dazu. Du willst also damit sagen, dass... Was ich damit sagen will, ist, du programmierst ihn genauso im täglichen Leben, vielleicht sogar noch viel mehr. Ja, und wenn er einfach nicht macht, was ich sage? Dann liegt das Ganze bei dir. Easy. Easy. You have a high pulse rate. Wer, ich? Ja, du. Interessant. You are in love. Martin. Roboy, was ist mit ihr? Roboy! Her batteries are empty. She needs to be recharged. Dann lade sie auf! Ja, meine Damen und Herren, wer hier Android ist und wer nicht, wissen wir auch nicht. Immerhin konnten Sie sich davon überzeugen, dass Humanoide mit den ähnlichen Problemen zu kämpfen haben wie Sie. Seien Sie also beruhigt. Also, seien Sie beruhigt, aber seien Sie auch auf der Hut. Sie sind nicht anders. Ja, also seien Sie auf der Hut.